Guten Morgen, 1. Mai. Eigentlich wollte ich um 5 schon starten, naja, jetzt ist es fast 6. Macht nichts. Super Wetter heute. Sollen 25 Grad werden. Machen wir heute eine kleine Runde. So, mal wieder ein neues Zitter. Ich hab nichts gemacht. Aber schön am Morgen hier, die Vögel zwitschern und es ist schon herrlich mild. Willkommen in Erkner, Gerhard Hauptmannstadt. Da kommen wir gleich zu Tesla hier in Grünheide. Vorher jetzt hier über die Autobahn, Berliner Ring. Ja, das ist sie, die Gigafactory in Grünheide hier. Ersten 15, 16 Kilometer weg jetzt. Ja, leichter Wind geht. Aber wird vielleicht ein tagsüber ist ein bisschen erfrischend. Die alte Spree hier in Mönchwinkel mal wieder. Hangelsberg. Wird immer wärmer. Sehr schön. Oh, 40 Kilometer gleich weg. Dann mache ich erstmal Pause hier in, na, wie heißt das große Tränke hinten?
den anderen Biwakplatz. Das ist in die Richtung nicht mehr weit. Alter Elo-Bus hier. Ja, alles voll Angler hier. Überall parken sie. Oh, das ist die große Tränke hier, das wäre die alte Spree. Ah ja, hier war ich vor ein paar Jahren schon mal, ich habe schon einen Film auf YouTube. Drüben eine Fischtreppe. Oh, damit erreiche ich gleich Fürstenwalde. Dann schauen wir mal zur Kerstorfer Schleuse, dann weiter die Richtung. Ja, so machen wir es. Da sind wir mittlerweile in Fürstenwalde. Rapunzelturm, nee, ist der Wasserturm hier in Fürstenwalde. Ja, das ist jetzt Berkenbrück. Und dann geht es gleich schön durch den Wald ohne Autos. Oh, BSQ 28, naja. Da geht ja. Und hier befinden wir uns auf diesen Radwegen. In der Mitte ist das Symbol vom Spreeradweg. Tour Brandenburg geht hier lang. Natura-Trail und noch die Schlösserroute. So, hier geht der schöne Weg im Wald dann los. Mayradl, Lost Places und merkwürdige Figuren auf dem Dach. Grausig. Ja, jetzt ist es kurz nach 9. Man merkt, wie es jetzt wärmer wird. Wird eine Hitzeschlacht heute Mittag denn. Herrlich hier durch den Wald, die Ruhe. Kaum Leute unterwegs bis jetzt. Wunderbar. We'll be right back.
So, hier so eine schöne Holzbrücke über die Spree. Kilometer weg jetzt, ist mal gleich an der Kerstower Schleuse. Hier gab es früher im Wald mal so eine Latschenkiefer, da haben sie so einen Latschen an die Kiefer genagelt und Latschenkiefer rangeschrieben, aber der scheint weg zu sein, habe ich nicht gefunden jetzt oder übersehen. Und da kommt sie, die Kerstower Schleuse. Da ist die Schleuse. Die Drahendorfer Spree. Rechts. Und links der Oder-Havel-Kanal, Oder-Spree-Kanal. Hier beiderseits des Weges Flüsschen. Und eben haben die Kröten neu ins Laute gequakt. Oh, eine neue Brücke hier, oder wie das heißt, erreicht. Jetzt in Neubrück, hier an der Spree, kleiner Rastplatz hier, ein paar Bänke, da hinten so ja noch einen Tisch, aber das ist mir zu sonnig da. Jo, 13 Kilometer noch bis Beeskow und dann mal schauen, wie wir weiterfahren. Wahrscheinlich die Spree entlang, fährt sie eigentlich ganz gut so. Wollt ihr den Spreeradweg mal machen, eigentlich in die andere Richtung, dann machen wir heute das erste Teilstück. Radinkendorf. Und damit erreiche ich Beeskow. Große Fabrik da drüben. Nun sind wir in Beeskow. Hier die alte Stadtmauer. Jetzt auch vom Wind schützt. Sehr schön.
ranzig. Da hoffen wir mal, dass wir hier nicht ranzig werden. Sapprot. Und jetzt in Trebatsch und wir überschreiten wieder mal die Spree. Da ist sie. Sawal. Und jetzt voll der Gegenwind so langsam. Oh, das war jetzt ein Huckel, Leute. Die Leißnitzhöhe. Oh, von da hinten bin ich hergekommen. Hier jetzt einen kleinen Hügel hoch auf den Leichhardenblick hier. Schutzhütte. Ja. Planet brennt jetzt voll. Ich glaube 26 Grad oder so. Mein lieber Scholli. Zaue. Oh, haben wir mal ein Singletree hier. Ohne Fleisch. Oh, hier so ein kleines Idyll, bisschen urwaldmäßig, wo der Singletree hier lang geht, über so eine Brücke. Da jetzt so weiter. Damit haben wir jetzt Goyaz erreicht. So, mittlerweile in Goyaz, wie gesagt. Steht so ein alter Eisenbahnwaggon. Schöner Rastplatz wieder. Ja, der Planet ballert jetzt mal. Wieder einen schönen Radweg durch den Wald hier. Herrlich. Waldo. Lazo. Rettung ist nah. Wasserhahn auf dem Friedhof. Oh. Ja, so ein Friedhof ist ja immer wieder gut. Wasserhahn. Der Planet brennt, ey. Ich sag euch. 27 Grad.
Vor 2 Wochen war es noch so schön frisch. Straupitz. Schöne Windmühle hier in Straupitz, kommen leider nur von hinten ran. Na, hier waren wir da auch schon mal mit dem Ronald. Wunderschöne Kirche hier in Straupitz. So, mittlerweile in Burg. Werd jetzt Richtung Fetschau oder Lübben fahren. Alles schön hergerichtet hier. Einer der typischen Heuschober. Alter 311er Wartburg. Himmel und Menschen hier heute. Naja, 1. Mai, Feiertag. Oder? Ja, kommen wir noch ein bisschen zum Grabbeln hier. Herrlich. Der Spreewald ist auch immer wieder schön. Ein U. Die Kröten hier. Leipe. Das ist der Spreewald. Eine Ruhe hier, herrlich. Und gar nicht so überlaufen. So, Bahnhof erreicht. Und der Hitze beendigt es jetzt hier. Mein Zug bis Königswusterhausen zurück. Ja, reicht ja auch für heute. Damit sind wir wieder zu Hause. 5:30. 100, was waren das? 47 Kilometer insgesamt. Ja, und brüllen heiß jetzt. Boah, ich werde jetzt erstmal schön kalt duschen. Und ein kaltes Bier natürlich. Ja, war wieder schön im Spreewald. War mir ja alles schon bekannt irgendwie, aber es war wieder schön da. Gut, dann verabschiede ich mich für heute. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.